Hallo, servus, habe die Ehre. Servus zusammen, Folge 49. Lafty in Hogwarts und jetzt gerade auch Lafty in seiner zweiten Prüfung. In der letzten Folge haben wir uns schon einen guten Teil hier vorgekämpft und jetzt geht's auch direkt weiter. Wow! Oha! Lafty hat, glaube ich, gesoffen. Rebellion. Oh, 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 oh. Die hätte ich jetzt beinahe übersehen, wobei die jetzt auch nicht so schlimm gewesen wäre. Und was ist, wenn wir jetzt da wieder hochgehen? Ja, okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Oh. Großer Raum. Das schaut aus, als wären da wieder Fabergé-Eier. Oh. Hallo. Komm, trink. Arresto Moment. Ach hier. So, der ist weg. Cool, der schwebt noch. Komm her. Ey, der ist noch nicht aufgeladen. So. War's das schon wieder? Och, Menno. Okay, weiter geht's. Juh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch genug Action kriegen werden. Oh, 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 oh. Okay, ich kann zwar sowieso keine aufnehmen, weil das, aber das ist das Zeichen, dass es gleich Action gibt. Sesam, öffne dich. Hallo, Friends. Wow. Aber die Truhe nehmen wir vorher nochmal mit. Hoffentlich ist was Geiles drin. Achso, Tränke. Ja, okay, können wir so. Jawoll! Es gibt Action. Hallo, die Herrschaften. Ich bin da zur Prüfung. Nein, das ging ins Leere. Die Aufladung. Oh, noch nicht aufgeladen. Ey! Unfair. Ey! Oh, jetzt habe ich die Säule kaputt gemacht. Hä, und wie mache ich die jetzt kaputt? Aua! Arresto, Moment.
Symbioten. Ins Handy. Impulsum. Verbringung. Ach hier. Findus. Hey. So haben wir aber nicht gewettet, gell? Und Katsching. Gut, die Kleinen sind weg. Was? Hallo! Wow! Aua! Aua! Wow! So! Nummer 1! Nummer 2! Nummer 3! Nummer 4! Zu langsam. Okay, direkt reinzurollen ist dumm. Ah, was ist mit der Kamera los? Wow. Au. Ja, schlecht. Ich wollte mich wegrollen, hätte aber jetzt hat Rollen. Ah, okay, nach dem Rollen direkt Shield. Whoop, okay. First try, first. Wir haben mal in, die Ecke uns verzogen und haben uns auszählen lassen. Ja, sportlich. Ich find's gut. Gleich nochmal. Hallo, servus, habe die Ehre. Ey, ins Kreuz schlagen ist unfair. Oh, komm. Mensch. So. Der ist platt. Okay. Knapp daneben. Ey. Dann lassen wir halt jetzt mal einen Sturm hier kommen. Arresto, Moment,
So, jetzt haben wir alle durchgehauen. So, da la und boing. Vorrunde 1 zu 0. Jetzt kommt der Dicke. Lass mich da mal hier, jawohl, aufsammeln. Ja, okay. Jetzt aber, doch nicht. Okay, es macht dann noch nicht. So, jetzt bin ich dran. Eins. Zwei. So, und nochmal. Und gleich nochmal. Aua. Uncool. Ey, ich hab dir doch das Ding zerblutzt. Sag mal. Jetzt reicht's aber mal langsam. Jau. Ey! Jetzt nervt er mich langsam. So. Ah. So, jetzt reicht's mir. Bam. Jawoll. Ja, so. Ins Gras gebissen, mein Kleiner. Na, endlich. Ja. Eine Runde umgehauen. So, kriege ich jetzt den Boden frei Haus geliefert? Der ist nämlich schön. Oh, Denkarium. Okay, gut, dass er nicht der Typ ist, gegen den wir gerade kämpfen mussten. Schauen wir uns erstmal um. Ja, also, da gab's schon mal mehr Truhen, gell? Da gab's schon wesentlich mehr Truhen. Und vor allem auch besseren Loot. Na gut, gucken wir mal ins Denkarium. Ploing! Ey, pass auf, dass die Maske fein nicht rostet. Das wäre jetzt echt nicht gut. So, Kopf rein. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Die ist nicht echt. Die ist nicht echt. Irgendwas passt mit dir nicht.
Wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Und sie leuchtet rot. Oh, 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 oh. Oh, 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 ja. So, zurück in die Kartenkammer. Gibt's doch keinen Fight mit den Chefen. Oh. So, servus, da bin ich wieder. Sie sind zurück. Noch freilich. Und sogar in einem Stück. Ja. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Jawohl. Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Okay. Können wir dann gleich Prüfung 3 und so weiter noch machen? Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Servus. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Okay. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. So, dann... Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Jawohl.
Juhu, Winter. Oh, geil, geil. Oh, wir müssen in die große Halle. Junge, nochmal. Nie im Leben hast du in diesem Bett geschlafen. Das ist ja fast Bundeswehr-like. Nee, niemals, vergiss es. Und jetzt kommen 50 Eulen. Pass auf. Oder auch nicht. So. Ha. Die erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Über Natty? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Aha. Ja, komm. Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Deek erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Ach ja, ja. Mal gucken. So. Hallo, Homora. Unnötiges Schlossknack Spielchen. Klick. Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Ja. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Oh ja. Das steht sehr, sehr weit oben auf der Agenda. Moment, wo ist jetzt da ist sie? Die Herausforderung mit daedalischen Schlüsseln läuft gut. Katsching, katsching. Noch eine Hausmarke für die Haustruhe. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Super. Ich mache Fortschritte mit diesen Marken. Okay, jetzt haben wir keine mehr. Okay, die ist eingepennt. Ah, das würde jetzt noch fehlen, dass man aus den Fenstern rausschauen kann und würde das alles verschneit sehen. Moment, Frühstück. Wir essen ja eh viel zu wenig. Rebellion. Ernsthaft, wir haben die Handbuchseite noch nicht. Oh, clever. Okay. Erste Adresse, Raum der Wünsche. Ich will nämlich was schauen. Und zwar, ob das Gebiet von den einzelnen Haustieren jetzt dann auch im Endeffekt winterlich ist. Aber vorher, boing. Oh, haben wir den Dünger aufgenommen? Ja, haben wir. Mondsteine einsammeln. So. Donnergebräu. Dann haben wir hier sicherlich auch. Im Moment brauche ich ihn für nichts. Nicht? Okay. Okay, es ist nicht. So, wo ist, da ist er. Flattermann, komm her. Jawohl. Haut's rein.
Na? So, und? Brauchen wir den Kleinen noch? Jetzt. So, und ihr dürft's eine Runde Ball spielen. Ja, wie die alle gleich... Oh, das ist so knuffig. Das ist geil. So, und... Wir haben da oben nochmal welche. Ey, servus! So, der Kleine... Der da. Testral. Und Einhorn. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Also gegen eingesperrte Tiere bin ich ja seit Robert Mark Lehmann auch total. Aber... Denen geht's doch bei mir gut. Und noch mehr Auslauf oder Ausflug kann man ja hier gar nicht haben. Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Er hat was gefunden. Jawohl. So, gönnt euch. Das ist halt auch so cool, wie die mit dem Ball spielen. Der Dodo will nicht. Gut, bei denen würde ich jetzt als Dodo auch nicht dazwischen wollen, weil die trampeln einen nieder. Willst du mir gerade in den Arsch picken? Was ist los mit dir? Es ist halt echt nice. Okay. So. Dann quatschen wir jetzt mal mit unserem Ersatz-Dobby. Haben Sie einen Moment? Dick möchte Ihnen von einer Idee erzählen. Ja, du willst züchten. Ich weiß, ich habe schon gehört. Dann sprich mal. Hallo, Dick. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Dick dachte, sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Ja, züchten. Jetzt, ja. Ich weiß nicht, Dick. Das klingt nach viel Arbeit. Kann ich die Tierwesen nicht einfach weiterhin retten? Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Diek schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Diek hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen sie mit Diek. Das Fohlen des Todes. Ohohoho. Okay. So. Testral. Männlich. Ich kann den umbenennen. Cool. Ruhig. Ich tue dir nichts. Ha.
So, komm, lass doch mal, mach mal auf. Lass die Kleinen noch ein bisschen mit dem Ball spielen. Die Zauberanweisung habe ich, glaube ich, schon. Jetzt fehlt dann nur noch der weibliche Testral und dann kann ich ihn anquatschen. Hey, servus! Achso, nee. So. Das glaubt Professor Haue nie. Ich hab ja schon mal vorgesorgt. So, jetzt dürft man eigentlich alles haben, gell? Zuchtgehegehammer. Oder? Okay, nee, Zuchtgehege haben wir noch nicht. Okay, schauen wir mal schnell. Haben wir irgendwas, was verbessert ist? Nö, können wir eigentlich alles verscheppern. Okay. Die ist schon irgendwie cool. Fehlt noch so ein kleiner Schnurrbart? Dann machen wir das uns mal ganz, ganz einfach und nehmen einmal die Schnellreise nach Hogsmeade und holen uns da unten die Zauberanweisung, die natürlich wie alle unglaublich überteuert sind. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Oha. Okay, Hogsmeade im Winter ist tatsächlich richtig nice. Hey, ne Mieze, haben wir schon lang keine mehr gestreichelt. Das ist richtig. Also Winter ist geil. Ist richtig Hammer. Taugt mir extrem. Wann wir uns wiedersehen. Ja, wenn ich zu viel Gold habe zum Ausgeben. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ja, du kriegst jetzt erstmal das hier alles. So. Jetzt haben wir die 10k voll, damit die 10k gleich wieder weg sind. Was haben wir hier? Großer Topf, mittler. Ja, okay, die anderen Töpfe brauchen wir ja sowieso nicht. Ja, komm, nimm mal die Trankstation. Nichts ist schöner als genau das Richtige. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Deke. So, und direkt gleich. Weil das machen wir jetzt noch fertig, bevor der Cut kommt. So. Oh, cool. Können wir schon einsammeln. Geek, ich hab alles. Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen sie mit Geek, wenn sie fertig sind. Mache ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. War mir irgendwie sowas von klar, dass wir da jetzt nochmal einen extra zusätzlichen Raum dazu kriegen. Ja, da drin.
immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Deke von Ihrer Zucht. Naja, okay, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Testrale auf das hier so scharf sind. Naja. So, erstmal hier Futterstation. Okay, das braucht schon viel Platz. Ja. So, ja, ich weiß, ist nicht nötig, aber ich striegel die trotzdem immer gern. Also irgendwie hat das ein bisschen... Rebellion. Ich weiß ja nicht. Der schaut wie Drachen aus. So, wir gucken uns mal hier um, weil ich bin mir relativ sicher, dass es hier irgendwo mindestens ein oder zwei Truhen gibt. Alter. Das ist schon ein bisschen riesig, gell? Ey, wieso kann ich da nicht hoch? Doch, geht. Wehe, da sind Spinnen drin. Lumos. Da ist Licht aus. Aha. Wie zum Beispiel das hier. Licht an. Das ist halt echt stockenduster hier. Ah, das ist... Also so extrem schön, wie die anderen Gehege sind, so, ja, ich weiß nicht, bedrückender ist es hier. Also klar, es ist richtig schön geil gestaltet, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber so die Atmosphäre ist schon... Nicht so der Hit. So, jetzt lassen wir die aber mal ungestört hier. Und machen uns zurück. Okay, das ist halt hier auch schon wieder richtig nice. Alter, wie riesig das halt ist. Oh,
jetzt haben wir wieder alles eingesammelt. Und wir hauen jetzt hier einmal auch fix einen Cut rein. Sonst wird die Folge, wie einige der letzten Folgen, einfach zu lang. Wir haben die Prüfung gemeistert. Wir haben dann auch noch die Zucht angefangen. Ist für eine Folge dann schon genug. Ihr kennt es ja, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir ganz einfach durch ein Like, durch ein Kommentar und wenn noch nicht passiert, auch durch ein Abo. Das zeigt mir, dass es euch gefällt, bringt mich mit dem Kanal voran und dann gibt es eigentlich nur noch zu sagen, wir sehen uns beim nächsten Teil oder bei der nächsten Folge oder bei einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Servus.